Okay, hier sind wir wieder zurück bei der Stuttgart Open 2010. Hier auf dem Center Court im Sportcafé Carmelage in der Rothebühlstraße. Im Herzen von Stuttgart. Und wir haben hier ein Match, hochinteressantes Match. Zwischen zwei jungen Topspielern aus Deutschland. Zwischen Tim Görgen und Tobias Heuss. Ausspielen. Und es sieht so aus wie in die 1. Und damit Tim Görgen. Tim Görgen, derjenige ist, der das erste Break ausführt. Und wenn wir von Tim Görgen sprechen, dann er ist noch nicht berufstätig, sondern in der 12. Klasse. Noch auf der Schule. 12. Klasse kommt jetzt. Und spielt für den PBC Trier. Und spielt hier mit einem Arthur Kö als Spielkö und Arthur Breakkö. Höchste 14-1, 116. Das ist schon ganz ordentlich. Und ihm gegenüber Tobias Heuss. Geburtsdatum von 1991 und auch in der 12. Klasse, noch in der Schule. Spielt für den BSV Fürstenfeldbruck und spielt mit einem Vollmer. Höchste Serie im 14-1, 240, meine Damen und Herren. Das ist also schon hier absolut ordentlich. Von daher würde ich Tobias Heuss leicht favorisieren. Aber ehrlich gesagt, für mich das erste Mal, dass ich habe von beiden Spielern schon gehört, war das erste Mal, dass ich beide Spieler hier in Aktion sehe. Also auch für mich ein sehr interessantes Match zwischen diesen beiden jungen Spielern. Hier nochmal die Wiederholung vom Break. Hat eine der beiden Kugeln bekommen, hinter der 1. Weiß ein bisschen an den Rand gelaufen, aber hat eine Fortsetzung, nicht ganz ein, aber Fortsetzung mit der 1, die jetzt ganz runterlaufen muss zur 2, die allerdings, da wird die Fortsetzung ungewiss. Da muss er entweder zwischen reinkommen mit der Weißen oder direkt bei der 2 kontrolliert mit einem Safe aussteigen. Oder hier könnte natürlich auch die Carambolage lauern. Hier 2 zuerst treffen, Weiße auf die 5 laufen lassen. Oder ist es die 4? Der Teufel. Oder eben ein Safe. Das ist natürlich auch gut machbar, indem man sie gegen die 8 laufen lässt und die Weiße wieder zurück hinter die 4 oder 5, was es ist. Oder eben umgekehrt 2 gegen die 5 laufen lassen und Weiße an die 7 press. Ich glaube, das wäre das Beste noch, oder? So ist es zwar auch ein gutes Save, aber da kann man noch einigermaßen gut rauskommen, wenn man jetzt mal für die einfache Vorbande spielt, nur die kurze. Ja. Und man trifft die 2, dann geht die Weiße fast automatisch, wenn man schön leicht spielt, hinter die 7 und 8 und die 2 muss sich ja nicht weit bewegen. Und das hat er knapp verfehlt. Genau das hat er vorgehabt. Damit war das Safe dann doch sehr effektiv und erfolgreich für Tim Görgen. Und Ball in Hand bedeutet jetzt erstmal 2, 3, dann diese 5 oder 4, was es ist. Wir haben es immer noch nicht identifiziert. Ah, die 4, wenn ich direkt drauf schaue. Okay. 2, 3, 4. 6. Dürfte an der 7 vorbeigehen, denke ich. Die 7 auch an der 8. Damit hat er jetzt die Kontrolle über dieses erste Spiel. Mal schauen, ob er sie auch hält. Tim Görgen vom PBC Trier. In Trier habe ich auch einen Termin im August. Wenn man auf meine Homepage geht, habe ich da einen Termin für eine Trickstoßshow. August, ich glaube später im August, irgendwas mit den 20ern, das kann man sehen auf meiner Homepage www.billiardshow.de. Da ist der Termin eingetragen in Trier. Trickstoßshow beim anderen Verein, nicht dem PBC Trier, sondern Big Trier.
Und jetzt sehen wir gleich, ob die 6 wirklich vorbeigeht. So ist es. Und 7, 8, 9, das liegt ja alles jetzt sehr übersichtlich. Und da wir nicht in einer Erdbebenzone leben, wird dieses Spiel wohl auch zugunsten von Tim Goergen laufen. Und damit das 1-0 bedeuten. Schöne Kameraeinstellung gewesen. Zu 0 für Tim Goergen. Ich sag immer Goergen, aber er heißt Görgen. Genau. Wird mit ein Ö gesprochen. 1-0. Tim Görgen. Und hier wieder unser Schiedsrichter Fefzi mit dem Magic Ball Rack. FC den ganzen Tag seine Arbeit hier am Center Court Table ohne Pause, unerlässlich, auch nicht ganz einfach. Bedient auch immer unsere Shot Clock, wenn man jetzt auf der anderen Seite vom Bildschirm zu sehen ist. Sehr schöne Innovation. Hier hinten der Werbebanner von Busch Billiard und Sports mit dem Milliken-Tuch. Und nun die letzte Partie starten wir Gruppe 5 am Tisch Nummer 5 mit Florian Merz gegen Nico Baumanns. Hier wird die nächste Partie aufgerufen, Florian Merz gegen Nico Baumanns. Während wir hier noch in der Gruppenphase sind auf 5 Gewinnspiele. Wir hatten schon ein Spiel aus der Zwischenrunde, aber das hier ist noch Gruppenphase, keine Zwischenrunde, ist das richtig? Okay. Genau, das 16 Uhr Feld, das jetzt gerade gestartet wurde. Hier nochmal der Break. Eine der beiden Kugeln hinter der 1 wurde abgefangen. Dafür hat er eine andere bekommen. Position auf die 1. Die 1 ist weg. Auf die 3. Vorwande oder Push. Ja, da man hier keinen hochprozentigen Safe über Vorwande kriegt, macht man natürlich ein Angebot über Push. Ich würde ihn das wahrscheinlich wieder zurückgeben. Wahrscheinlich würde ich noch nicht mal aufstehen dafür. Müsste die Weiße weiter weg von der Bande legen, dann könnte man eventuell von einem Safe reden, wo man die Weiße in die 5 ziehen kann. Und die 3 auf die andere Seite, andere Mittellochseite, über 2 Banden schickt. Oder dass sie von mir aus an der 4 oder 8 hängen bleibt, solange man den richtigen Schatten an der 5 wählt. Aber Tobias Heuss spielt es selbst und spielt einen hervorragenden Safe hier. Hervorragend. Muss ich sagen. Ist mir auch als erstes nicht so durch den Kopf gegangen. Also schön gesehen und gut ausgeführt von Tobias Heuss, der natürlich eine spektakuläre Serie hier im 14-1 schon vorzuweisen hat in seinen jungen Jahren mit 240 Kugeln. Komme ich mir mit meinen 218 ja schon fast alt vor. Okay, hier wieder starker Regen in Stuttgart. Wir melden starken Regen. Das ist ein langer Ball hier. Ich weiß nicht, ob er den wirklich angreift, aber er kann ihn angreifen. Es ist fast so eine Art,
Naja, freier Versuch, wenn er die Weiße über zwei Banden wieder in Sicherheit laufen lassen kann. Aber er probiert direkt die Sicherheit. Und ich glaube, sie ist sogar gelungen. Nicht ganz so, wie er wollte. Aber zumindest die 7 ist dazwischen und Tim wird zu seinem Jump greifen. Hier sieht man die Shot Clock, die rückwärts läuft, und er hat auch schon auf Extension wahrscheinlich gesetzt, sonst wäre die nämlich schon fast abgelaufen. 17, 16, 15, 14, da sieht man es im Hintergrund. Naja, genug Zeit jetzt noch für diesen Jump. Unglücklich gelaufen. Natürlich auch nicht perfekt getroffen. Aber das ist natürlich mit die Kunst. Der Unterschied jetzt vom, sage ich mal, naja, angehenden Pro oder hat die Fähigkeit zum Pro, zum wirklichen Pro, ist natürlich auch, dass die Jump Shots beim Profi wirklich ein wenig öfter nicht nur gelingen, sondern auch gelocht werden. Ich denke, er ist gerade genug bei der 4, dass er sie einfach zurückziehen kann. Für die 5 in die Mitte. Oder täusche ich mich da? Er setzt gestochen an für den Rückläufer. Der muss aber ganz schön sauber kommen. Und das ist sauber gewesen, richtig sauber. Und jetzt nochmal so einen kleinen Mini-Rückläufer. Der muss auch gut getimed werden vom Tempo. Auch perfekt. Ich denke, es liegt jetzt nicht so, dass er jetzt hier auf die 10 spekuliert, oder? Wird sicherlich die 6 ansagen. Jawohl. Und damit hat er nicht gerechnet, dass die 10 sich zwischen die 7 und das Mittelloch legt. Jetzt ist er natürlich fast in Versuchung hier, die 10 anzusagen. Aber nein, er scheint offensichtlich ein Safe zu wollen. Dass er die Weiße vielleicht hinter die 9 versteckt oder ein Zwei-Wege-Stoß probiert, die Kombination ansagt und die Weiße hinter die 9 laufen lässt. Genau, das hat er vorgehabt. Und zumindest das Wichtigste ist ihm gelungen, nämlich die 10 reinzumachen und damit 1:1 in unserem Gruppenmatch auf 5 Gewinnspiele. Habe ich eigentlich schon unsere Sponsorenliste erwähnt? Da müsst ihr durch. Das ist sozusagen immer eine kleine Werbeeinblendung. Das ist wie im Fernsehen, Werbeeinblendung. Wenn der gute Fefzi gerade am Aufbauen ist, dann gibt es eine Werbeeinblendung. Und das ist hier die Stadt Stuttgart. Das ist billiard-beckmann.de. Das ist busch-billiards.de. Das ist sportcafé.eu. Das schöne Sportcafé Cambolage hier in Stuttgart Zentrum. Und hier sogar eine andere Werbeeinblendung. E7 dürfen wir natürlich nicht vergessen. Connect your business. E7 in allen Fragen des IT mit. Der Chef ist sogar hier direkt am Turnier beteiligt, nämlich Simon. Simon Schmitz hier im Turnier. Als Chef von E7, der auch sehr viel der Poolstage hier geholfen hat, das alles auf die Beine zu stellen. E7 und Pool.